längste Tunnel der Welt. Zusammen mit dem Chinri-Basistunnel wird die Flachbahn durch die Schweiz Realität und Teil des europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes. Reisezüge mit bis zu 250 km pro Stunde verkürzen die Fahrzeit zwischen Zürich und Mailand auf weniger als 3 Stunden. Spezialisten der Bahntechnik rund um die Uhr am neuen Gotthard-Basistunnel rüsten die Röhren mit der modernsten Bahntechnik aus. Das gigantische Bauwerk steht kurz vor seiner Vollendung. Dann wird die Kühlanlage eingebaut. Alle 250 Meter kann eine Anlage an den Wasserkreislauf angeschlossen werden. Im gleichen Zug wird das Personenortungssystem eingebaut. Sensoren im Tunnel erfassen alle Personenbewegungen. Damit ist die Installation der Bauprovisorien abgeschlossen. Der Einbau der Bahntechnik kann beginnen. Flugverführer Dr. Ernst. Ich bin mit 2 Bussen hier, total 26 Personen. Meine Funknummer ist 173. Wir wären gerne zum Fußpunkt fahren und mal auf den Rückgang kommen. Sali Ernst, da hast du den Punkt vom Bisi. Jawohl, ihr seid die Besuchergruppe und möchtet gerne am Steg reinfahren, das könnt ihr tun. Okay, danke schön, ich melde mich. Okay. Einer vielleicht mal eben den Rucksack vergessen hat, also kann es natürlich geben. Hat es mal überhaupt einen Unfall gegeben oder so? Ja, leider.